Und wer seid ihr? Boring. Langweilig. Oh, I can't stand it. Ich halte es nicht aus. Sure, they have no idea it's related to the murders, but still, how could they talk about their schoolmate like that? Sicher, die haben keine keinen Plan von dem Mörder. Aber trotzdem, wie können die über Klassenkameraden so reden? They're like onlookers at a car crash. As long as it's not happening to them, they're dying to see. Das ist wie die Schaulustigen bei einem Autounfall. Solange sie nicht selbst beteiligt sind, wollen sie es unbedingt sehen. Damn, this sucks. We don't even know who's gonna be targeted anymore. Man, das... Verdammt, das nervt. Wir wissen noch nicht mal, wer als nächstes... wer das nächste Ziel ist. This case disproved our assumption that all the victims are female. Dieser Fall zeigt uns, dass die Vermutung, dass alle Opfer weiblich sind, falsch ist. What was the other thing we thought they had in common? Was war das andere Ding, was wir dachten, sie hätten es gemeinsam? People involved in the initial case about Miss Yamano are the targets. How about that? Leute, die mit dem ursprünglichen Fall, also Miss Yamano, in Verbindung waren, sind die Ziele. Wie ist das? We still don't know. I guess it's too early to say if we're wrong about that one. Ich fürchte, es ist zu früh, um zu sagen, wir sind falsch bei denen. But that announcer was involved with their mothers, not them. Aber die Reporterin war mit den Müttern involviert, nicht mit ihnen. You guys saying you don't have any clues? Ihr sagt, ihr hättet keinen einzigen Stichpunkt. But listen up, 'cause I got something big. Nun, ich habe einen ganz großen. What's that? Was ist das? Okay, when I made my comeback at school today, there was an annoying brat hanging around. Nun, als ich in die Schule zurückkam, war da so ein nerviger Junge, der herumgelungert ist. He was snooping around about senpais and my disappearance. So I took this from him. Sieht so aus, als würde er herumschnüffeln über senpais und mein Verschwinden. Also habe ich das von ihm genommen. Is, keine Ahnung, was das ist, jedenfalls. And you took it anyway? Nun, du hast es trotzdem genommen. Du hast das Papier vom Kanji genommen. Hier ist eine Liste. Welche willst du laut ausreden? Anchor Album Chart. Female Announcer Ranking. List of TV Programs. Mayumi Yamano, 11.04. Saki Konishi, 13.04. What are these dates? April 11th? Was sind das für... was ist das für ein Datum? April, der 11. April? Oh, they found the first body on the day school started. So that would have been the 12th. So sie haben den Körper gefunden, als die Schule angefangen hat. So, das müsste der 12. gewesen sein. The 11th is the day before that. Der 11. ist der Tag davor. I know I can't forget the day Saki-senpai's body was found. That was the 15th. Ich werde nicht vergessen, an den Tag, an dem sie Sakis Leiche gefunden haben. Das war der 15. So then what are these dates? And what does list of TV programs mean? Also was sind das für was ist der Plural von Datum? Dati? Datume? Egal. Und was ist diese Liste von TV-Programme? What's Saki Konishi April 13th? Was ist Saki Konishi April, also 13. April? Der Tag, an dem sie im TV war. I see. Yeah, there's no doubt about it. Ich verstehe. Das ist kein Zweifel daran. Yeah, I saw that too. They were interviewing her because she found that first body. Oh ja, ich habe es auch gesehen. Das war der Tag, an dem sie die Leiche gefunden hat. Then this part. Mayumi Yamano, April 11th.
Is that the day she appeared on TV too? Dann dieser Teil, Mayumi Yamanov, 11. April. April. Ist das der Tag, an dem sie auch am, im Fernsehen erschienen ist? Oh, she was on. I remember now. That was when the affair hit the news. Oh, sie war da. Ich erinnere mich, das war, als die Affäre, die... Als die News die Affäre... erfuhren. Hey, wait a sec. Yukiko, didn't you get interviewed too? Warte mal, Yukiko, bist du nicht auch interviewt worden? Wann wurde das Interview ausgestrahlt? I think it was when I was absent from school. Ich denke, das war, wenn ich, als ich, nicht in der Schule war. It was the day after I met you at the embankment. I had my kimono on. Do you remember? Es war den Tag, nachdem ich dich, bei dieser Bank getroffen habe. Ich hatte mein Kimono an. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. I went shopping that day, so... April 15th. Ich bin eingekauft an den Tag, also 15. April. I was kidnapped. Und genau danach wurde ich entführt. Kanji, what about the television special you were on? Kanji, was war über den über das Fernsehprogramm, in dem du warst? Oh yeah, that thing. Damn show made my mom go apeshit on me and... Ah ja, das Ding. Diese verdammte Show hat mich und meine Mutter, ja, in schlechtem Licht dastehen lassen. The date, und just tell us the date! Das Datum, sag uns einfach das Datum. I don't remember the exact date, but it wasn't too long before I met you guys. Und ich weiß nicht das genaue Datum, aber es war nicht allzu lange, bevor ich euch getroffen habe. It's true then. Everyone was on TV before they disappeared. Es ist wahr. Jeder, der im TV war, ist verschwunden. So, you think the killer's targeting people he sees on TV? Du denkst, jeder, der Killer, wählt die Ziele aus, die er im TV sieht. I was so caught up with the news reports about the incidents that I didn't notice at all. Das kann kein Zufall sein. Now that I think about it, when the killer failed with Yukiko, they moved to Kanji instead of trying again. Nun, wenn ich darüber nachdenke, als der Killer bei Yukiko fehlgeschlagen hat, ist zu Kanji gelaufen. Anstatt es nochmal zu probieren. Being on TV thing is some stupid rule that the killer's following. Vielleicht ist dieses im TV sein so eine blöde Regel, den der Killer folgt. That's right. The killer could have targeted the same victim again. Das ist richtig. Der Killer könnte dasselbe Opfer nochmal angreifen. I think there's a definite connection here between the kidnappings and the TV broadcasts. Ich glaube, da ist eine Verbindung zwischen den Entführungen und den TV-Ausstrahlungen. Die Opfer sind nicht nur involviert im ersten Fall, sondern sind auch im Massenmedium gezeigt worden. Yeah, that must be it. Das muss es sein. But if so, what's the motive? Why kill someone just because they were on TV? Aber was ist das Motiv? Warum jemanden umbringen, nur weil er im TV erscheint? Now that I think about it, we haven't gotten anywhere. Ich denke, dass wir nirgends dahin kommen. Why can't I be smarter? Warum kann ich nicht schlauer sein? Dude, why beat yourself up? I think you guys are awesome. Hey. Warum so niedergeschlagen? Ich denke, ihr seid awesome. I mean, you guys noticed what was happening to me and even risked your lives to stop it. Ich meine, ihr habt bemerkt, was mit mir passiert ist und ihr habt das riskiert,
mich zu retten. That's more than enough. Das ist mehr als genug. You rescued me too. Ihr habt mich auch gerettet. We've saved two people already. Wir haben vielleicht nicht das Rätsel gelöst, aber wir haben zwei Leute schon gerettet. Das ist richtig, aber... What's more, everyone's deduction that Kanji-kun might be next was right on the nose. Weiterhin. Die Vermutung, dass Kanji der Nächste ist, war richtig. I know. We were so close. Ich weiß, wir waren so nah dran. Huh? You knew before it happened? Damn. I wish you guys come a little earlier then. Hä? Ihr wusstet es schon vorher? Verdammt, dann wäre ich vielleicht früher zu euch gekommen. Well, if we know this much, I think we can outsmart the killer next time. Then it's a countdown to their arrest. Nun, wenn wir so viel wissen, wir könnten wir den Killer outsmart, also übertrumpfen, sage ich jetzt mal. Dann ist es ein Countdown zu seiner Verhaftung. Don't forget. It's always possible that Kanji-kun was the last target. Vergesst nicht, es ist auch möglich, dass Kanji-kun das letzte Opfer war. Or so we hope. We've thwarted them twice already. Here's hoping the killers learn their lesson by now. Hoffen wir mal. Wir haben ihnen schon zweimal das Handwerk gelegt. Hoffentlich hat der Killer seine Lektion gelernt. Anyways, let's keep checking the Midnight Channel like usual when it rains. Wie auch immer. Lass uns den Mitternachtskanal prüfen, wenn es regnet. Ah, that reminds me, the school campout's next week. Oh, I hope it doesn't rain. Oh, das erinnert mich an etwas. Der Schulausflug nächste Woche ist nächste Woche. Ich hoffe, es wird it's nicht regnen. It's for the first year and second year students, so we'll see you there, Kanji-kun. Es ist für die Erst- und Zweitklässler. Ich hoffe, wir sehen uns dort, Kanji. Seriously? School, huh? What a drag. Echt jetzt? Schule? Was für ein Drag. Yo, ja. Mind if I order another grilled steak? Hey, macht euch was aus, wenn ich ein weiteres gegrilltes Steak bestelle? I'm gonna finish this one up while the next one's on the grill. We're going Dutch on the meal, right? Well, let's get going. I think our new teammate needs to meet Mr. Bear. Mr. Bear. Huh? What's up? Fine, whatever. I'll go for something cheap like ramen. Wait, or should I get a takoyaki set? Man, I can't decide. None of it. What? Ich werde jetzt nicht wieder alles übersetzen, weil das dauert mir echt schon zu lange. Also, wir haben beschlossen, dass wir ihm Teddy vorstellen. Yeah. Now that you mention it, I kind of remember this thing. Didn't think it was a bear, though. Hey, why is it a bear? I don't know. Me neither. I've been wondering, too. It's kind of cute. Mind if I pet you? No touching allowed, mister. Hey, don't give me any lip, bear. By the way, I've been wondering. You were kidnapped too, right, Yukiko-senpai? Huh? Yeah, it wasn't long before you. So, like, that means you came out to everyone too? That's... What was it like for Senpai? Ja, jetzt fragt er sie, wie es für sie war, als sie entführt wurde. Oh, sorry. I didn't mean to hit you so... My jaw! I'll be more gentle next time. More gentle?
What a pair of dimwits. Oh yeah, here's a present from me, Kanji. It's to celebrate you joining the team. Oh, so these are the glasses you guys told me about. Hurry and put them on. Ja, es gibt ihm die Brille. Sure, but hang on, aren't these different from everyone else's? It looks perfect on you. Damn, dude, it looks great on you. I had a normal pair ready for you, but Yuki-chan insisted on this one. She wouldn't budge. Yeah, real funny, you smartass. Why are you taking it out on me? Give me that! Das gleiche. You took my spare pair. Kanji, you must really like those. What size? This is the real one. It wasn't easy getting it to you. Why the hell did you bother making a spare if it's more useless crap? Damn it! I'll get you guys for this someday. Also dieses Satz für Satz übersetzen, das dauert echt zu lange. Puh. Ja gut, dann jetzt müssen wir wieder lesen. Ist Kanji. Okay, Kanji will morgen in den TV, aber leider nein. Yes. So, ich hoffe, jetzt wird unser Mut mal erhöht. Nicht? Okay. Ja gut, jetzt sind wir auch schon ziemlich hoch. Jetzt wird es schon schwerer, unser Mut zu erhöhen. Ne, also heute gehen wir mit kein, also verbringen wir mit kein den Nachmittag. So, erstens, bevor ich es wieder vergesse, gehe ich zum Fluss und schaue mich beim Hund um. Er sollte hier sein, normalerweise. Okay, hier schon mal nicht. Dann vielleicht hier beim Fluss selbst. Ey, wo ist dieser Köter? Ja, lass mich nochmal nachsehen. Oder vielleicht ist er nur am Regenlicht hier. Das kann natürlich auch sein. Ich habe keine Fishing Tools, will ich auch nicht. Also, vielleicht ist ja wirklich nur bei Regenlicht hier. Ich schaue mich noch einmal um.
fragen wir ihn mal. Ja, okay. Du sagst mir nichts wegen einem Hund, okay. Hab verstanden. Na gut. Mein Controller ist wieder ausgegangen. So. Dann gehen wir zum Shopping District. Schauen wir mal, wann denn das nächste Buch herauskommt. Am 28. So, speichern wir. Und weil es regnet, machen wir wieder, essen wir wieder mal. Das ist doch Eier, ja. Spend time hier. Hoffentlich steigt jetzt einer unserer Werte mal wieder. Ich meine, seit dem letzten Mal ist nichts gesteigert worden, also werden wir es diesmal auch nicht schaffen. Schauen wir mal, was erhöht wurde. Knowledge, Courage, Intelligence. Aber keins wurde erhöht. Verdammt! Ja. Welcome home. Zur Sicherheit machen wir schon mal Status-Status, nein. Und jetzt müssen wir wieder lesen. So, und jetzt müsste doch der Mut erhöht werden, oder? Okay, Leute, ich mache jetzt Pause, werde wieder laden und ich habe jetzt einfach zu schnell gedrückt. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Okay, bis gleich. Da bin ich wieder. So, diesmal werde ich das Buch gründlich lesen. Und nicht nur durchblättern. So. Und jetzt wird hoffentlich Courage erhöht? Nicht. Tatsumi-kun from First Year's Backlog has so tried as good examples. Okay, von wo kommt der Begriff Ham? Ich schätze mal, ohne jetzt mal auf irgendeine Social-Linkheit zu schauen, dass Ham von Hamlet kommt oder so. Oh, from the play Hamlet. Schauen wir mal auf den Social-Link-Guide. From the play Hamlet. Thank you.
Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht die Priesterin angehabt oder so. This week is Health Week. Okay, und ich bin nicht Teil der Studentengesundheitsvereinigung. In anderen Worten, ich bin ein Faularsch. Okay, er hat mich eingetragen, dass ich mal das kranke Mitglied spiele. Wait. File and I'll do it. Okay, und jetzt bin ich anscheinend in dieser Krankenstation. Okay, also, wir sollen hier bleiben, während die anderen hier praktisch nach Material suchen. Okay, keine Medizin, sondern wenn jemand wirklich verletzt auftaucht, dass er den Erste-Hilfe-Kasten benutzen. Das andere ist, sind die Verkäufer und die Anrufe. Sie sind ziemlich selten. Okay, und da ist schon einer dieser Verkäufer. Okay, es sind keine Erwachsenen hier. Könntest du ihnen eine Nachricht hinterlassen? Anscheinend ist eine Bestellung bis nächste Monat. War es doch Monat. Rückständig oder so. It was Kitano from Sandung. Nein. Sandung. Kitao vom Santo, ja. Can it come in 2 months? Ja, die richtige. Your knowledge, expression. Hey. Ich habe jetzt schon so viele Werte erhöht, aber keines steigt auf. Konishi? Anscheinend hatte Saki einen Bruder. Und der ist anscheinend auch hier normalerweise. Erstklässler. Ja, wusste ich auch. Erster Bruder von Saki. Ein Freund von Hanamura, ja.
Er hasst Josuke und er hasst mich. Sicher.